Nun komme ich zu einem ganz spannenden, auch wichtigen Thema, das viele Menschen natürlich betrifft, wie viele andere Themen auch, und das Thema Perfektionismus. Vielen Dank, liebe Tabea, ich glaube, Tabea ist der Name, für Ihren Wunsch oder die Anfrage. Jetzt, was ist Perfektionismus? Perfektionismus bedeutet natürlich, wie ich es sage oder wie es sich auch anhört, ich möchte perfekt sein. Ich muss das sein. Jetzt warum? Warum ist ein Mensch perfekt oder möchte perfekt sein? Ganz klar, immer um das Gegenteil davon natürlich nicht fühlen zu müssen. Und was wäre das Gegenteil von perfekt sein? Natürlich nicht perfekt sein. Wenn also jemand unter Perfektionismus leidet, dann ganz einfach deshalb, weil, und es geht immer um die Vergangenheit, es gibt immer noch Leute, die sagen, jetzt fangen sie schon wieder mit der Vergangenheit an, schon wieder auf den Eltern herumzuhacken, sage ich, stopp. Erstens mal würde ich nie auf jemand rumhacken. Ich sage immer, wir Eltern, ich bin auch Vater und habe es auch vermasselt, weil ich es nicht besser konnte, obwohl ich es hätte wissen können. Nun, ich bin nur in der Lage gewesen, es irgendwann zu drehen und festzustellen, okay, dafür trage ich auch die Verantwortung für die Unwissenheit oder dieses Nicht-Können. Das heißt, es geht nie darum, dass die Eltern schuld sind. Die können es nicht besser. Das nichtsdestotrotz haben sie es trotzdem vermasselt. Das heißt, ein Kind kommt auf die Welt, braucht den Schutz der Eltern, kriegt es eben nicht, weil es auch nicht so leicht möglich ist und dadurch leidet ein Kind. Das Kind glaubt, ich bin nicht gut genug und wird versuchen, alles zu tun, um nicht dieses Leid fühlen zu müssen, ich bin nicht gut genug. Ich muss dann perfekt sein. Nehmen wir nochmal ein einfaches Beispiel. Ein Kind kommt zum Vater und sagt, guck mal Papa, ich habe ein Bild gemalt. Jetzt guckt der Papa das an und er meint das ganz lieb und sagt, boah, das ist ein tolles Bild. Hast du keinen Stift? So malt mir jetzt aber keine Sonne. Ich zeig's dir mal. Da müssen noch ein paar Strahlen hin und so und so. Der Papa meint es lieb und zeigt dem Kind vielleicht seine Idee von der Sonne. Ja, aber was kommt bei dem Kind an? Auch wenn es das in dem Moment nicht so sehen würde oder merkt. Es kommt an, okay, das ist jetzt nicht gut genug, Papa verbessert es. Oder wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, ich habe eine 1 bis 2. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video erwähnt. Und die Mutter sagt, oh, was ist passiert? Anstatt super, fragt sie, was ist passiert? Weil sie es halt gern hätte, dass das Kind sagt, ah, da war vielleicht nur eine Frage falsch und dann hat sie eine 1. Klar ist das, verstehe ich die Mutter, dass sie das so meint und dass es okay ist. Aber dieser Mensch, diese Mutter wird nicht verstehen, kann es dann nicht verstehen, sonst wird sie nicht tun, dass sie automatisch bei diesem Wesen, das ja noch programmiert wird, es ist ja, weiß ja gar nicht, was richtig und falsch ist, hört aber automatisch, das ist jetzt nicht gut genug. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn Mama traurig ist. Die muss ja nicht blöd werden, sondern nur sagen, ah, schade, 1 bis 2, Mensch, was ist denn passiert? Dann kriegt das Kind mit, okay, da ist was passiert, ja, ich war halt nicht gut genug. Und dass Mama nicht mehr so komisch guckt, die ist ja so lieb und ich hab die auch lieb, aber es ist komisch, wenn sie so guckt, dann muss ich besser werden. Das heißt, jeder Mensch, der unter Perfektionismus leidet, hat irgendwann in der Vergangenheit erfahren müssen, wie das Gegenteil davon ist, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein. Und das müssen die Eltern nicht explizit sagen, dass sie sagen, du bist doof, sondern wenn Papa ganz lieb ist und Mama ganz lieb ist, sind beide, und Papa geht viel arbeiten, dann merkt das Kind, Papa ist weg und ich habe den lieb. Schade, dass er weg ist, aber das ist wohl wichtig, wo Papa ist. Also wichtiger wie ich? Ich bin wohl nicht wichtig. Das hat ja niemand gesagt. Papa geht doch arbeiten, weil das Kind wichtig ist, dass der Papa für das Kind ein Studium oder eine Ausbildung finanzieren kann. Aber bei dem Körper eines Kindes kommt nur an, da stimmt was nicht. Es werden Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt. Dadurch wird der Körper eng, weil es einfach normal ist. Hormoneller Prozess, das ist Angst, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden oder einen Papa zu verlieren oder einfach, er ist halt nicht da. Das sind ganz normale Grundbedürfnisse. Wenn die nicht erfüllt werden, leidet der Körper. Das Problem ist nur, dass ein Kind es nicht verifizieren kann, nicht sagen kann, so, Papa geht dann arbeiten, ist doch gut und schön, wenn er überhaupt mal irgendwann wiederkommt. Nein, das Kind fühlt sich nicht wohl und glaubt aufgrund dieses komischen Gefühles, dass es was mit dem Kind zu tun hat. Auch wenn Eltern streiten und die streiten übers Wetter oder übers Essen oder was auch immer, das Kind wird in dieser disharmonischen Umgebung, wie in Tier, wie Pflanzen auch, leiden. Und da das Leid im Körper des Kindes fühlbar ist, wird das Kind natürlich glauben, es hat was mit mir als Kind zu tun. Und ich muss alles tun, dass es aufhört. Dann wird das Kind nach Try and Error versuchen herauszufinden, wie mache ich das? Wenn ich richtig blöd werde, dann kriege ich Aufmerksamkeit, das hilft mir, also werde ich blöd.
Oder wenn ich merke, nein, wenn ich mich zusammenreiße, brav bin, dann sagen die Eltern nur noch, bist du ein braves Kind? Dann merkt das Kind, oh, das ist das, was die Eltern wollen. Das fühlt sich auf jeden Fall besser an wie das andere, wenn sie so komisch gucken. Also mache ich das. Ich muss auf jeden Fall perfekt sein. Und ich muss das alles machen. Da lernt das Kind, wenn ich perfekt bin, wenn ich gut bin, wenn ich liebenswert bin, dann tut es nicht weh. Also jeder Mensch, der unter Perfektionismus leidet, und ich weiß, von was ich spreche, ich bin war ein Weltmeister im Perfektionismus, obwohl ich wusste, Perfektionismus bedeutet Lähmung, habe ich es nicht geschafft, damals dieses Gefühl loszuwerden, weil ich gar nicht gemerkt habe, was ich tue. Jeder Mensch, der was perfekt machen möchte, macht es nur, um den Schmerz dahinter nicht zu fühlen, dieses furchtbare Gefühl, ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht alles perfekt und richtig mache. Und egal, ob ich 50 oder 40 bin, ich weiß, es ist unwichtig, was ich eigentlich mache, wenn ich allein lebe oder so. Aber wenn ich nicht alles akkurat hinlege, nicht alles richtig mache, ja was dann? Das interessiert ja normal niemand, wenn ich allein bin. Aber das Unterbewusstsein denkt doch, Mama und Papa könnten durch die Tür kommen und sagen, ja, wie sieht's denn hier aus? Ja, was machst du denn? Und schon glaubt der Körper kurzfristig wieder, er müsste sterben. Also jeder Mensch, der unter Perfektionismus leidet und jetzt rausfinden möchte, ob ich recht habe, die Gegenprobe also machen möchte, kann sagen, okay, ich schließe die Augen, ich stelle mir mal vor, ich mache was nicht perfekt, also womöglich noch falsch, was auch immer das sein soll, und jetzt fühle ich mal, wie sich das anfühlt. Dann wissen Sie jetzt schon, Sie kriegen einen Druck im Hals, einen Kloß im Hals, Druck auf der Brust oder meistens eben da, wo das Angstzentrum ist, hier. Dann wird es eng und dann leidet der Körper. Sie werden leiden bei der Vorstellung, dass Sie was falsch machen. Und dann wissen Sie, ich mache nur alles deswegen richtig, dass ich dieses Gefühl nicht fühlen muss. Und wie ich immer das Demo-Objekt hier zeige, um mein inneres Kind nicht zu fühlen, weil das hat Angst, wenn es nicht gut genug und perfekt ist. Also werden Sie alles immer nur tun, perfekt sein, um diesem Schmerz der Vergangenheit nicht zu begegnen. Keinerlei Perfektionismus, keinerlei Dinge, die Sie damit bezwecken oder machen, wird jemals den Schmerz heilen. Das heißt, nur wenn ich für meinen Schmerz da bin, wenn ich die Augen schließe, das wäre jetzt eine Übung, die Sie dann machen können, Augen schließen und sagen, okay, ich denke jetzt mal daran, dass ich was falsch mache, also nicht gut genug, nicht perfekt, und dann fühle ich mal, wie es sich anfühlt. Und dann weiß ich, da wird es eng und es geht immer nur um die Gefühle, nicht um das, was Sie denken, weil es werden automatisch Gedanken auftauchen, die Sie versuchen abzulenken. Das ist unser Ego, da habe ich auch Videos darüber gemacht, das uns versucht abzulenken, dass wir das ja nicht fühlen. Also hören Sie nicht auf Ihre Gedanken, versuchen Sie sie aber auch nicht zu unterdrücken oder auszublenden, es geht nicht. Lassen Sie sie laufen und kümmern Sie sich um dieses Gefühl. Legen Sie Ihre Hand dahin und fühlen Sie dieses Gefühl, das Sie haben, bei der Vorstellung haben, irgendwas falsch zu machen, also nicht gut genug. Und dann wissen Sie, dieses furchtbare Gefühl versuchen Sie durch Perfektionismus zu verhindern. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil dadurch macht man ja genau das, man zeigt seinem Körper, ich muss alles richtig machen, sonst, was sonst? Nichts würde passieren, außer dass sich der Körper so anfühlt, auf der Ebene eines kleinen Kindes, wenn ich was falsch mache, werde ich sterben. Und das haben wir als Kind eben so erfahren, dass sich's nicht gut anfühlt, weil die Eltern so sind, wie sie dann eben sind. Also werden wir alles tun, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen, weil unser Ego dann sagt, wenn du das falsch machst, ja was denn? Wenn wir sie hinterfragen, würden wir sagen, liebes Ego, was ist das Problem? Ja, Michael, wenn du diese Arbeit nicht richtig ablieferst, nicht richtig putzt, aufräumst oder was auch immer, ja, dann aber. Wenn ich dann sagen würde, alles klar, bekomme jetzt die Stimme her, ist wohl mein Ego. Und was passiert dann? Ja, mach mal nicht so ein Theater, Schätzchen. Dann aber. Ja, und was passiert dann? Ja, was jetzt? Wenn ich das jetzt nicht richtig abliefere, was passiert dann? Das möchtest du lieber nicht wissen. Doch, 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 ich möchte es wissen. Oh, scheiße, er fällt nicht drauf rein. Also, pass auf, du wolltest es nicht anders haben. Ja, was jetzt? Was passiert dann? Dann wirst du sterben. Was? Ja. Okay, stimmt, es fühlt sich so an. Aber stimmt es? Stimmt es, dass ich sterben werde, wenn ich was nicht richtig mache? Nein, oder? Klar, wenn ich jetzt im Knast wäre, irgendwo im Irak oder so, und werde gefoltert und die sagen, wenn du das nicht machst, wenn du nicht vor der Kamera sagst, dass du ein Idiot bist und dass du schuld bist, bla bla bla, werden wir dich umbringen. Ja, okay, gut, dann mache ich sowas. Dann ist Gefahr im Verzug. Aber normalerweise, wenn man in unserer Zivilisation lebt, stirbt man nicht, wenn man Fehler macht. Selbst wenn der Chef sagt, Herr Wegelsbacher, war nichts, also wenn ich angestellt wäre, Sie sind gefeuert, dann sterbe ich nicht. Es fühlt sich nur so an, als müsste ich sterben. Es fühlt sich nur so an, als hätte mich der Chef nicht mehr lieb. Vielleicht hat er mich ja nicht mehr lieb, aber es interessiert auch nicht.
Das heißt, unser Ego gaukelt uns immer vor, wenn wir das nicht machen, werden wir sterben. Und kein Mensch hinterfragt das und sagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Dann wird das Ego sagen, doch, doch, fühl doch mal. Sie brauchen ja nur die Probe machen. Schließen Sie Ihre Augen, versuchen Sie sich das Schlimmste, was Sie falsch machen können, vorzustellen. Und dass es auch jeder sieht, womöglich, dass noch in der Zeitung steht. Und wenn Sie morgen zum Einkaufen gehen, das ist die, das stand in der Zeitung, die hat doch irgendwie die Wohnung nicht richtig aufgeräumt oder so oder nicht richtig Staub gewischt. Das ist ja furchtbar. Redet nicht mit ihr. Und Sie sagen, ja, dann redet er nicht mit mir. Aber mir ist klar geworden, ich sterbe nicht. Das sagt mir nur mein Ego. Wenn ich aber sage, ist doch nicht wahr, dann wird mein Ego sagen, versuch's. Ein normaler Mensch versucht das gar nicht, sich erst vorzustellen oder gar zu machen. Und dadurch hat unser Ego immer gewonnen. Es weiß ganz klar, es wird Sie drankriegen. Es wird, wenn ich jetzt sagen würde, versuchen Sie mal, nicht nur die Übung zu machen, wie es sich anfühlt, die Hand dahin zu legen, festzustellen, da ist das Gefühl, dass Sie heilen sollten. Und wenn Sie das nämlich fühlen, annehmen, also vielleicht muss man es erst mal aushalten, dieses Gefühl, aber wenn Sie es dann annehmen wollen, dieses Gefühl mal imaginär nicht gut genug zu sein, dann werden Sie automatisch, wenn Sie die Hand dahin legen, Ihr inneres Kind berühren, Ihren Körper berühren und sagen, ich bin jetzt da bei diesem Worst-Case-Szenario und wir werden definitiv nicht sterben. Dann gewöhnen Sie sich immer mehr an dieses Gefühl, dass Sie mit Perfektionismus hier verschleiern wollen, zeigen Ihrem Körper, ich bin für dich da, auch wenn du glaubst, du hast einen Fehler gemacht und bist nicht gut genug. Denn wenn ich immer vor diesem Gefühl weglaufe, dann zeige ich meinem Körper, weil ich bin ja der Wirt, der die Kontrolle haben soll, wenn ich schon weglaufe, dann muss mein Körper ja richtig Panik haben. Er sagt also, wenn Michael, also mein ich als Bewusstsein weglaufe, dann muss mein Unterbewusstsein doch denken, mein inneres Kind. Also wenn Chefchen schon wegrennt, dann ist es aber richtig gefährlich. Wenn ich aber da sitze und die Augen schließe und mir vorstelle, brauchst du mir ja nur vorstellen, weil mein Gehirn ja glaubt, es ist dann live, ich mache was falsch, dann gehe ich ja kein Risiko ein, das kriegt ja außer mir niemand mit, wenn sie das üben, außer ihnen. Dann werden Sie feststellen, wow, das wirkt aber schon ganz schön heftig. Trotz der Vorstellung, trotz dass ich nicht live mache, ist ja nur eine Vorstellung, weil so weit bin ich noch nicht, dass ich es wirklich ausprobiere, reagiert mein Körper ja klar, weil das Gehirn eben glaubt, es ist live. Und dann können Sie sich diesen Gefühlen so lange widmen, bis Sie sagen, so, jetzt möchte ich es mal wirklich probieren. Als Beispiel, Sie würden jetzt den Stift immer akkurat hinlegen. Jetzt legen Sie mal 0,2 Grad, das kann niemand sehen, weg, schon die Hölle. Weil Sie sehen, das sieht jemand. Niemand wird es sehen, also Sie können das Risiko eingehen. Und falls es doch jemand nachmisst, Sie wissen ja, es ist eine Übung. Aber Sie können ihn auch so hinlegen. Katastrophal, völlig falsch, völlig außer einer Norm. Ja, wie niemand würde das sehen. Denn ein Mensch, der unter Perfektionismus leidet, hat von klein auf gelernt, alles ganz genau zu beobachten. Rauszufinden, was möchte meine Frau, mein Mann, also durch die Eltern, erst was wollen meine Eltern. Und das muss ich immer rausfinden, sonst gucken sie wieder komisch. Und ich male am besten kein Bild mehr, sonst sagt Papa, Sonne ist ja schon besser, aber sollen das Vögel sein? Ach, so malen wir doch keine Vögel. Nein, ich male lieber nichts mehr, dann brauche ich keinen mehr den Schwachsinn nicht anhören. Und ich mich wieder schlecht fühle, weil ich ja irgendwie nicht perfekt oder gut genug bin. Das heißt, Kinder werden, sie haben als Kind immer beobachtet, was ist richtig und falsch. Sie haben eine Wahnsinnswahrnehmung bekommen, super sensibel und werden alles abscannen, nachdem das Jahr nichts falsch läuft. Das ist super anstrengend. Das heißt, man hat eine wahnsinnsgute Wahrnehmung, hört, wie sagt man, Flöhe husten oder sowas, sieht und hört Dinge, die kein Mensch sieht außer ihnen. Keiner wird sagen, wie sieht es denn hier aus, deinem Schreibtisch? Da liegt doch tatsächlich ein Stift leicht schräg. Bist du wahnsinnig? Und dann, wenn es jemand sagen würde, sagen, ja, ich bin in der Tat lebensmüde. Ich habe den Stift absichtlich hingelegt, um meinem Ego zu beweisen, dass ich nicht draufgehen werde. Es fühlt sich allerdings, wenn du das sagst, gerade so an. Soll ich ihn gerade rücken oder soll ich es aushalten? Wie wollen Sie jemals aus der Nummer rauskommen, wenn Sie nicht verstehen, dass dahinter nur ein Schmerz ist, den man verhindern möchte? Und es ist natürlich jetzt nicht so leicht, wie es klingt. Also in der Theorie ist es so leicht, in der Praxis braucht es Zeit. Fühlen Sie also immer, wie es sich anfühlt im Körper, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mal nicht gut genug sind. Versuchen Sie, dieses Gefühl zu fühlen. Legen Sie Ihre Hände dahin, wo Sie es fühlen, um Ihrem Körper zu zeigen, ich bin jetzt da, ich berühre meinen Körper, ich weine, schimpfe, schreie, alles, was eben dann in dem Moment raus möchte, weil es eine schwere Gefühle, traumatische Gefühle dahinter, die unterdrückt wurden und durch den Perfektionismus unterdrückt werden. Also Hände hinlegen, fühlen und zulassen. Dadurch kriegt der Körper in dieser Übung, die Sie allein zu Hause machen, weiß ja niemand, den Beweis, wow, ich war gerade nicht perfekt,
aber mein Wirt, mein User, Sie also als Erwachsener, sind nicht hysterisch zusammengebrochen oder haben es erst gar nicht so weit kommen lassen, sondern Sie zeigen Ihrem Körper eben durch die Imagination das Bild des Nicht-Perfektseins, da das Gehirn glaubt, es ist live, leidet der Körper. Und jetzt können Sie die Hände hinhalten, das Fühlen und die Angst, die Trauer, alles, was dahinter steckt, zulassen. Und da wird der Körper lernen, wow, das war tatsächlich nicht perfekt, weil er ja glaubt, Unterbewusstsein glaubt, das ist live, das ist so. Dadurch können Sie es auch wirklich trainieren. Sie brauchen ja nicht draußen irgendwas machen, was Sie nicht aushalten können, aber üben Sie es. Dann wird Ihr Gehirn lernen, es glaubt, es ist live und wirklich real. Oh, das war jetzt nicht gut, aber es ist tatsächlich nichts passiert, weil Sie sind ja nicht hysterisch weggelaufen. Das ist ja das Schlimme. Das Kind leidet darunter, nicht gut genug zu sein, und Sie leiden darunter, weil Sie glauben, Sie sind nicht gut genug. Das ist ein Albtraum. Ein Kind braucht eine stabile Mutter, also Ihr Unterbewusstsein. Ihr inneres Kind braucht Sie als stabilen Wirt, als Frau oder wenn ein Mann das hat, als Mann. Der sagt, ja, ich fühle das jetzt mal, ich zeige meinem Körper, dass ich jetzt da bin. Der glaubt ja, es ist jetzt live und es ist nicht gut. Aber ich zeige immer wieder durch die Imagination katastrophale Bilder. Womöglich fische ich mal nicht Staub oder räume die Spülmaschine nicht aus oder womöglich noch einen Teller verkehrt rum rein. Oder ich lege mal ein Messer in die Besteckschublade, mal zu den Löffel. Gottes Willen, wenn das jemand sieht, werde ich hingerichtet. Nein, eben nicht. Also dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich mir, wenn das der Partner sagen würde, Schatz, wenn du es nur einmal machst, dann knall ich dich ab. Dann stimmt mit der Beziehung was nicht. Also so weit muss man es nicht kommen lassen, dass man mit so jemandem zusammen ist. Aber wenn Sie mal irgendwas außer der Reihe machen, wird nichts passieren. Außer, dass der Körper kurzfristig wieder denkt, so, das war's, ich bin geliefert, ich werde sterben. Nein, das ist einfach nicht wahr. Und da man das eben nicht, entweder nicht versteht oder nicht weiß, wie ich es machen soll, wird man immer wieder alles tun, um bloß dieses innere Kind den Schmerz nicht zu fühlen. Und dann wird es immer, immer, immer schlimmer. Man sieht noch mehr, was man falsch machen könnte. Man macht noch mehr. Hat noch weniger Zeit für sich, wird irgendwann depressiv oder kriegt Burnout oder schwere Krankheiten, weil dieser Perfektionismus doch nur dazu dient, zu sagen, ich muss alles richtig machen, dass ich nicht an meinen Schmerz der Kindheit erinnert werde, weil wenn das passiert, bin ich geliefert, dann bin ich tot. Aber das stimmt nicht. Sie sind tot, wenn Sie es nicht durchschauen. Beziehungsweise genau genommen haben Sie ja noch gar nie wirklich gelebt. Es ist ja eher ein Kriegs- oder Krisengebiet, in dem Sie versuchen zu überleben. Jeder, der unter Perfektionismus leidet, hat eben Angst, das Pendant fühlen zu müssen, und wenn Sie das nicht tun, Ihrem Körper zeigen und dann, wenn Sie es mal in der Imagination gut können, annehmen können, aushalten können, dann probieren Sie es mal mit ganz vorsichtigen Dingen draußen, bis Sie merken, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Wenn ich mal nicht gut genug bin und irgendjemand sagt, das war jetzt aber nichts, sage ich, ja, und hast du mich noch lieb? Was? Eben, ist gar nicht wichtig, ob du mich lieb hast. Ich habe mich lieb, also ist es nicht so wichtig, ob ich immer alles richtig mache. Das Gleiche, wenn die Frage war ja von Tabea, glaube ich, noch, was hat es mit Neid und Bewunderung auf sich? Finde ich auch eine spannende Frage. Wenn jemand auf jemand anderen neidisch ist, ja dann einfach nur, weil der was hat, was ich nicht habe, geglaubt. Ich glaube, der hat was, was ich nicht habe, und darauf bin ich neidisch. Es ist bei allem, ob das Neid ist, Bewunderung, egal was es ist, es geht immer um das Gleiche. Wenn ich auf jemand neidisch bin oder auch jemand bewundere, dann schaut mein Gehirn nach draußen und sagt, der oder die hat was, was ich nicht habe. Und es zeigt mir mein Defizit. Ich fühle mich so furchtbar, weil ich es nicht habe. Aber es ist wieder das innere Kind, das sagt, oh, diese Person hat XY, das hatte ich leider damals nicht. Da habe ich gelitten oder ich leide jetzt eben natürlich noch drunter. Das heißt, egal ob es Neid ist, egal, ob ich jemanden bewundere, vielleicht, dass er nicht perfektionistisch ist oder mal 5 Grad sein lassen kann oder mal nicht aufräumt, es ist völlig egal, was es ist. Es ist immer Ablenkung vom eigenen Leid. Wenn ich jemanden bewundere, doch nur, weil ich sage, der kann was, was ich nicht kann. Was aber bei Bewunderung, zum Beispiel bei diesem Beispiel, jetzt dahinter steckt, ist, dass ich mich nicht respektieren kann, dass ich nicht sagen kann, ich kann es eben nicht und ich will es auch gar nicht können. Da muss ich doch niemanden bewundern. Ich meine, das ist ja, man könnte sagen, naja gut, ist ja schon ein Unterschied zwischen Neid und Bewunderung, ja klar. Und Neid ist offensichtlich kritischer, nein, ja, erstmal ja. Aber Bewunderung ist genauso schädlich, wenn ich jemanden ständig bewundere. Ja, das ist genauso schädlich, wenn ich Neid habe, weil immer, wenn ich von außen abhängig bin, wenn ich jemanden verachte oder beneide oder bewundere oder auch es ihm neide, ist es immer ein Zeichen, dass ich da draußen was sehe und ernst nehme und es eben so ernst nehmen muss, weil ich es nicht habe. Das heißt, wenn ich jemanden bewundere, mag das schön sein, oh, bewundere den. Ja, ist doch aber, dass derjenige was hat, was ich bewundere. Ja, aber wieso bewundere ich es? Weil ich es gut finde.
Hat aber immer damit zu tun, wenn ich nach außen schaue, jemand anderen bewerte in Form von Bewunderung, dann hat es immer den Beigeschmack oder die Realität, ich bewundere es, wenn es nur so wäre, ist es okay. Wenn ich aber darunter leide, ist ja, oh, ich bewundere ihn, und zum Beispiel, weil ich es eben nicht kann, ich bewundere denjenigen, dass er mal nicht den Schreibtisch aufräumen muss, dann hat es aber immer damit zu tun, ich bewundere jemanden, weil ich es selbst nicht kann. Und dann ist es Leid. Genauso wie wenn ich neidisch bin auf jemanden, der was nicht kann. Es ist immer einfach Leiden. Wieso sollte ich jemanden bewundern? Es gibt sicherlich Menschen, die, wo ich sage, die finde ich toll, das ist schön. Oder ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, bewundere. Was soll es denn sein? Ich bewundere jemanden, ja, und für was soll es gut sein? Ich kann sagen, finde ich toll. Und kann ich ja mal überprüfen, ob ich es auch machen möchte, kann ich lernen. Und wenn ich sage, ich bewundere jemanden, dass er es kann, wenn ich es einfach nur so sage, weil ich ihn dafür bewundere, gut, es ist einfach immer eine Bewertung, und Bewertung bedeutet immer, mein Gehirn bewertet was und findet was gut oder schlecht und wird automatisch von dem eigenen Sein ablenken und mich auf jemand anderen konzentrieren. Wenn ich jemanden bewundere und es ist für mich okay und ich fühle mich dabei gut, dann ist es in Ordnung. Deswegen können Sie auch das immer alles selbst auf Ihre Wahrheit, Ihren Wahrheitsgehalt testen. Prüfen Sie all das immer auf Stress. Wenn Sie sagen, ich bewundere jemand und es löst in mir ein total schönes Gefühl aus und ich kann es auch ehrlich fühlen, die meisten betrügen und belügen sich, weil sie nicht gelernt haben, wie kann man es ehrlich rausfinden, kann ich mein Gefühl, mein Bauch, meinem Herz wirklich vertrauen? Normalerweise nicht, das muss man lernen. Aber wenn ich sage, doch, doch, da bewundere ich jemand und es ist einfach nur schön, prima, dann ist es total klasse. Wenn ich aber jemanden bewundere und ich merke, da ist doch ein kleines Fünkchen, das sagt, ich hätte es auch gerne, dann beleide ich bereits. Und das ist sogar tiefes Leid, es wird meistens nur nicht so offensichtlich. Also immer, wenn ich von außen abhängig bin, immer, wenn ich was bewerte, jede Bewertung hat trägt automatisch Leid in sich, weil es automatisch, wenn ich jemanden bewundere, wir leben auf dem Planeten der Polarität und Dualität, sobald das Positive da ist, ist auch das Negative da. Sobald das Negative da ist, ist auch das Positive da. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich jemanden bewundere, dann mag das schön klingen, auch schön sein, aber es ist auch das Pendant des Nicht-Bewunderens da. Das fällt dann nur nicht so auf. Also alles, ob das Neid ist, Bewunderung oder was auch immer, oder Perfektionismus, oder bleiben wir jetzt mal bei Neid und Bewunderung, prüfen Sie es immer auf Stress. Wenn Sie sagen, das fühlt sich gut an und Sie können Ihren Gefühlen vertrauen, ist es auf jeden Fall mal nicht schlecht. Auch wenn Sie die Falle dahinter vielleicht nicht immer merken. Nur wenn Sie auf jemanden neidisch sind, ich glaube, da merkt man es deutlicher. Ich denke, Neid und Bewunderung hat die gleiche Ursache. Es ist beides nicht sehr geschickt, weil es automatisch ablenkt. Und ich sage, da ist jemand, den ich bewundere. Das Beste wäre, ich würde in den Spiegel gucken und mich bewundern. Das wäre das Beste. Und ich muss auf mich nicht neidisch sein. Ich kann höchstens auf jemand anders neidisch sein, dass er nicht mit mir zusammen sein darf oder kann. Und das ist kein krankhaftes Ego oder so, sondern das ist einfach... Wenn ich mit mir gern zusammen bin, dann bin ich gern mit mir zusammen. Dann bewundere ich mich, dass es mich gibt. Dann muss ich aber auch nicht perfekt sein. Ich muss niemandem was neiden. Ich muss auch niemanden bewundern, weil ich bin einfach bei mir. Also immer auf Stress prüfen. Sie können immer das Gegenteil prüfen. Wenn ich jemanden bewundere und es fühlt sich gut an, ist es auf jeden Fall okay. Wenn ich dabei gucke, warum bewundere ich den? Ja, weil der was kann. Wenn es einfach nur so in Ordnung ist, ist es gut. Wenn ich ihn aber bewundere und dabei nicht merke, ich bewundere ihn ja nur, weil ich es nicht kann. Ich hätte es auch gern können, dann leide ich bereits. Sicherlich nicht so stark wie in der Perfektionismus, aber jedes Leid, und wenn es nur so nuanciert ist, so wenig, ist immer letztendlich schädlich. Also ich fasse es zusammen. Perfektionismus ist immer eine Verschleierung von tiefer Angst, dass ich nicht gut genug bin. Und da habe ich jetzt Ihnen eine Übung angeboten. Genauso bei Neid, wenn ich auf jemanden neidisch bin, dann einfach nur, weil ich es selbst nicht habe. Oder wenn ich jemanden bewundere, meistens halt eben auch, ich würde mal sagen, immer, weil ich es halt auch nicht habe. Und dann muss ich einfach an mir arbeiten, dass das die Bewertung im Außen aufhört, weil sonst merke ich gar nicht, dass ich ständig leide. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen klar rüberbringen. Wenn nicht, schreiben Sie Fragen in den Kommentar, wenn es Ihnen gefallen hat. Wie gesagt, Sie dürfen natürlich immer einen Daumen hoch machen. Ja, und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es unten rein. Und wenn Sie sich nicht trauen, was reinzuschreiben, schicken Sie mir eine Mail. Dann mache ich was dazu oder ich mache ein neues Video. Okay, also ich hoffe, ich konnte Ihnen, Tabea, oder auch den anderen einfach eine Idee anbieten, dass Sie gucken, können Sie Ihre Wahrheit rausfinden? Glauben Sie mir nicht einfach alles, sondern finden Sie Ihre Wahrheit raus. Und wenn ich dazu beitragen kann, ist es gut. Wenn Sie sagen, das ist Quatsch, ich habe eine andere Wahrnehmung, ja, dann ist es gut. Meine müssen Sie nicht übernehmen. Es soll immer nur Angebote sein, um zu testen, okay,
Das hat mich jetzt vielleicht angesprochen oder provoziert oder sogar geärgert, die Aussage. Aber dann hat es doch was mit mir zu tun. Dann kann ich ja mal genauer hingucken. Also gut, bis zum nächsten Video.